Wer war denn Fußballweltmeister 1994? Deutschland? Weiß ich nicht. Deutschland. Brasilien. Wo würdest du es denn nachgucken? Wikipedia. Wikipedia. In Wikipedia. Ging es auch ohne? Nein. Nein. Also definitiv nicht. Wikipedia ist das Nachschlagewerk unserer Generation. Knapp 90% der 20- bis 29-Jährigen in Deutschland nutzen Wikipedia. Sogar der Bundesgerichtshof verweist in Urteilen auf die Online-Enzyklopädie. Wir alle vertrauen Wikipedia. Doch eine aktuelle Studie belegt, PR-Profis haben in den letzten Jahren immer wieder versucht, Artikel zu manipulieren. Ein Beispiel. Ein RWE-Mitarbeiter änderte kritische Angaben zum Kernkraftwerk Biblis. So wurde aus einem Störfall lediglich ein meldepflichtiges Ereignis und Biblis zum Meilenstein in puncto Sicherheit. Aber ist das vielleicht nur ein Einzelfall? Wir wollen herausfinden, wie leicht lässt sich ein Wikipedia-Artikel manipulieren. Und deswegen versuchen wir es selbst. Schaffen wir es tatsächlich, innerhalb von 3 Wochen PR in einen Wikipedia-Artikel zu schleusen? Naja, so schwer kann das jetzt ja nicht sein. Ich versuche jetzt mal, auf eigene Faust unseren Puls-Wikipedia-Artikel ein bisschen aufzuhübschen. Erstmal lege ich mir einen eigenen Account an. Easy. So, und jetzt kann ich unseren Eintrag anonym bearbeiten. Puls im TV ist das beste Magazin im deutschen Fernsehen. Seite speichern. Noch ist mein Satz nicht online. Die Änderung muss erst noch freigegeben werden. Oh, die haben es jetzt schon abgelehnt. Eine Minute, nachdem ich es versucht habe reinzustellen, haben die es schon abgelehnt. Mist. Na gut. Da muss ich mir halt was Besseres ausdenken, ne? Ein Studentenwohnheim in München. Hier bekomme ich hoffentlich die Antwort auf die Frage, wie das eigentlich funktioniert mit der Kontrolle der Wikipedia-Artikel und wie sich die Community gegen PR wehren kann. Da drin, in diesem Betonwürfel, wohnt einer, der kämpft jeden Tag dafür, dass Wikipedia sauber bleibt. Moritz ist einer der rund 250 Administratoren der deutschsprachigen Wikipedia. Für den Admin-Job investiert er jeden Tag 1 Stunde seiner Freizeit. Moritz, wir haben mal versucht, unseren eigenen Eintrag bei Wikipedia ein bisschen aufzupimpen, hat aber nicht geklappt. Kannst du das mal nachvollziehen und mir dann erklären, warum das nicht funktioniert hat? Ja klar, also wenn man jetzt hier oben bei eurem Artikel auf die Versionsgeschichte klickt, dann sieht man hier alle Änderungen, die vorgenommen wurden. Hier habt ihr den Satz, Puls im TV ist das beste Magazin im deutschen Fernsehen. Genau, den hat Ariane reingeschrieben. Genau. Warum ist jetzt dieser Satz von Ariane letztendlich nicht freigeschaltet worden? Ja, also wir haben das Prinzip des neutralen Standpunkts auf Wikipedia. Das heißt, unsere Artikel sollen nach Möglichkeit keine Wertungen enthalten und nur beschreiben. Ob Änderungen online gehen oder nicht, entscheiden sogenannte Sichter. Jeder angemeldete Benutzer kann zum Sichter aufsteigen. Dafür muss er mindestens 2 Monate registriert sein und 300 Stellen in Artikeln bearbeiten. Jeder Sichter sucht sich, je nach Interesse, Artikel, die er beobachtet. Sichter und aktive Benutzer wählen die Administratoren. Die Admins können Seiten löschen und wiederherstellen und Benutzer sperren. Allein habe ich es nicht geschafft, Wikipedia zu überlisten. Ich brauche also Hilfe von einem PR-Profi. Das Problem, keiner wird vor der Kamera zugeben, dass er Wikipedia manipuliert. Deswegen schlüpfe ich in eine Rolle. Guten Tag, mein Name ist Andrea Förster von der Promo-Agentur Prey und ich mache die PR für die Band Captain Kappa. Captain Kappa gibt's wirklich. Das ist feinster Elektropop aus Thüringen. Die Band hat Bock, bei unserem Experiment mitzumachen. Und ich habe vor, den Captain Kappa Wikipedia-Artikel mit jede Menge PR ein bisschen aufzuhübschen. Und deswegen treffe ich jetzt Hannes, einen von der Band, hier in Bad Frankenhausen, Thüringen. Hallo. Hi. Andrea Förster. Ich mache eure PR. Ja. Ja. Und zwar bei euch steht ja, Captain Kappa ist eine deutsche Elektroband aus Bad Frankenhausen. Mhm, genau.
Ich hätte gerne, ja. Captain Kappa ist eine feste Größe in der internationalen Elektropop-Szene. Ja, selbstverständlich, klar. Klar, das ist maßlos übertrieben. Vom internationalen Erfolg sind die Jungs noch weit entfernt. Punkt 2 ja. war die Kritik. Ein Musikkritiker fordert von Captain Kappa mehr Eigenständigkeit. Den Satz streichen wir komplett. Und Captain Kappas Auftritte auf einem Festival in den USA und in einer Kneipe in Tokio blasen wir zur ausverkauften Welttournee auf. Nach einer Stunde ist unser PR-Text fertig. So, schön, dass wir uns einig sind. Und schön übrigens und vielen Dank nochmal, dass ihr bei unserem Experiment mitmacht. Ja, gern geschehen. Bin auf jeden Fall jetzt gespannt, ob wir damit durchkommen. Jetzt brauche ich nur noch einen Profi. Der soll unseren PR-Text bei Wikipedia einschleusen. So, ich habe mir hier mal ein paar PR-Agenturen aus dem Internet rausgepickt, die Wikipedia-Einträge und Artikel schreiben. Mal sehen, ob sie auch welche schönen. Guten Tag, mein Name ist Förster. Ich bin die Promotion Agency von Captain Kappa, einer sehr aufstrebende Elektropop-Band. Und die hat einen Wikipedia-Eintrag bereits. Und ich sag mal so, der ist nicht zu unserer Zufriedenheit formuliert. Und das würden wir gerne ändern. Das machen wir nicht. Nein, das ist gegen die Richtlinien von Wikipedia. Das geht nicht. Marketing ist nicht im Sinne von Wikipedia. Verdeckte Werbung ist in der PR-Branche ein Tabu. Es ist manipulativ, wenn man nicht weiß, woher die Informationen kommen. Ich frage bei 16 PR-Agenturen an und alle lehnen ab. Doch 2 Tage später passiert das. Sie haben Interesse an Wikipedia-Links? Ach was! Diesen PR-Mann habe ich nie kontaktiert. Ich schicke ihm unsere Wunschliste und prompt bekomme ich einen Kostenvoranschlag. 750 Euro. Der hat angewiesen, der will uns das wirklich machen. Den rufe ich gleich an. Wie oft versuchen denn Leute jetzt wirklich für sich selbst PR zu machen oder so Negatives irgendwie zu löschen? Ja, in der einen oder anderen Form kommt das eigentlich jeden Tag vor. Mhm. Also ich kann dir mal ein Beispiel zeigen. Okay. Der hat jetzt hier eben einen Artikel angelegt gehabt über diese Seite. Also über seine Website hat er einen Wikipedia-Artikel angelegt. Genau, das war ein Mitarbeiter dieser Seite und der wollte das eben ein bisschen bekannter machen und hat jetzt eben diesen Artikel angelegt, der auch bald darauf aber wieder gelöscht wurde, weil die Leute gesagt haben, das ist eigentlich nicht relevant genug. Mit welchen Tricks kommen denn so PR-Leute an, um letztendlich einen Artikel erfolgreich unterzubringen? Jemand, der jetzt ein Profi ist, würde eher sagen, ich halte mich erstmal unauffällig im Hintergrund, bis ich sozusagen die Sichtrechte bekomme. Und dann kann ich unentdeckt operieren und brauche nicht jemanden zweiten, der immer drüber schaut. Aha, PR-Profis bauen sich also Sichter-Accounts auf, damit sie ihre eigenen Artikel freischalten können. Ganz schön aufwendig und ganz schön dreist. So, es ist soweit, wir rufen ihn jetzt an und dafür schlüpfe ich wieder in die Rolle von Andrea Förster. Ich bin ehrlich gesagt total aufgeregt. Hallo, hier ist Andrea Förster. Ich wollte erstmal sagen, dass ich super finde, dass das klappt und wollte noch mit Ihnen absprechen, wie wir es genau machen. Ich denke, vom Inhaltlichen klappt das schon so. Eine Quellenangabe wäre aber gut. Könnten Sie das auch machen? Also könnten Sie auch einen Blog-Eintrag schreiben und dem sich dann beziehen? Ich könnte jemanden beauftragen, der schreibt Ihnen einen Artikel in einer Online-Zeitung, den wir als Quelle verwenden können. Krass. Das heißt, damit wir eine Quelle für Wikipedia haben, veröffentlicht irgendein Journalist schnell einen Artikel voller PR. Der Typ an der Strippe klang total kompetent und souverän. Wie schnell der einen Journalisten am Start hatte, der uns einen Artikel schreibt, wie schnell der eine Online-Zeitung am Start hatte, wo dann der Artikel reinkommt, dass wir eine glaubhafte Quelle für unseren Wikipedia-Eintrag dann haben. Also, das macht er nicht zum ersten Mal. So kompetent und komplett der Plan da aufgezeigt worden ist. Ich bin sehr gespannt, ob unser Wikipedia-Eintrag online geht, so wie wir ihn wollen. Und so gefälscht, wie er dann sein wird. Man kann nicht mehr rollen. Ja. Der PR-Mann hat tatsächlich Wort gehalten. Freischalten konnte er die Änderung aber nicht. Er hat anscheinend keinen eigenen Sichter-Account. Schauen wir gleich mal. Schau doch mal drauf, was du davon hältst. Captain Kappa ist eine deutsche Electronic-Band aus Bad Frankenhausen, soweit so klar, die sich in der internationalen Elektropop-Szene etabliert hat. Und da ist jetzt auch eine Quelle dazu angegeben.
Also das sieht eigentlich schon ganz solide aus. Und das würde ich jetzt erstmal durchgehen lassen. Jetzt hat er nämlich noch was gemacht. Und zwar diesen ganzen Absatz über die Kritik hat er einfach gelöscht. Glaubst du, das geht durch? Das geht wahrscheinlich nicht durch. Da hat er sich ein bisschen ungeschickt angestellt, indem er einfach den ganzen Absatz gelöscht hat. Und hier ist es jetzt offensichtlich, okay, da will jemand offenbar eine unangenehme Kritik ganz entfernen. Okay. Bislang sind diese Artikeländerungen ja noch nicht gesichtet worden. Das heißt, du hast jetzt drauf geschaut, aber du machst jetzt mit bei unserem Experiment. Das heißt, du machst jetzt daran nichts. Wir wissen jetzt nicht, wann jemand da drauf schaut. Was glaubst du denn? Geht das Ding, so wie wir das jetzt hier sehen, durch oder nicht? Der hätte ganz gute Chancen. Also das ist halbwegs solide gemacht. Weil er relativ solide gemacht ist, ja. Ich bin wieder als Promo-Agentin Andrea Förster unterwegs und habe einen Termin mit unserem PR-Profi in Frankfurt. Ich treffe den Herrn jetzt unter dem Vorwand, noch einige andere Projekte mit ihm machen zu wollen. Tatsächlich will ich herausfinden, wie viel PR er für andere Kunden schon bei Wikipedia untergebracht hat. Wir drehen mit versteckter Kamera. Eine steckt hier in diesem Kuli. Los geht's. Haben Sie viele Kunden? Wir machen schon so einen Eintrag am Tag. Das Interesse ist sehr groß. Ich dachte, ich wäre da allein auf weiter Flur. Nein, viele große Firmen wollen das. Wir machen aber auch andere Dinge. Wir wollen es nicht übertreiben, damit die Sache nicht auffliegt über die IP-Adressen. Aber unser Artikel, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es, oder Ihrer Erfahrung nach, ist es groß, dass es reingestellt wird. Nach meiner Erfahrung schätze ich die Chance auf 95%. Ich oute mich als BR-Reporterin und will ihn vor der Kamera konfrontieren. Doch ein Interview lehnt er ab. Ei, 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 ei. Später schreibt er uns, dass er nichts falsch gemacht hat. 3 Wochen sind jetzt rum. Und die Frage ist, wie viel ist online gegangen? Und wir schauen jetzt mal nach bei Wikipedia. Tipp mal ein, Captain Cup. Jetzt wird's spannend. Ja, alles drin. Die alle 3 Punkte. Alles übernommen. Captain Kappa ist jetzt eine international erfolgreiche Elektropop-Band. Sogar die Kritik wurde entfernt. Wir haben uns ja gefragt, wie leicht ist es eigentlich, Wikipedia-Artikel zu manipulieren? Fazit: Leicht ist es dann, wenn man die Schwachstellen kennt. Und es funktioniert vor allem bei kleinen Artikeln, die nicht von so vielen Leuten beobachtet werden. Natürlich haben wir alle Änderungen im Captain Kappa-Artikel rückgängig gemacht. Danke, Moritz.